Gute Idee. Nachricht an Tarek. Lesen. Tarek. Ich habe mit Garm gesprochen und er und seine Männer sind dabei. Sollte die Operation erfolgreich sein, können wir mit optimaler Moral und völliger Zustimmung seitens der Männer rechnen. Wegen der bereits erlittenen Verluste ist es allerdings möglich, dass wir für das Erreichen unseres nächsten Ziels nicht genügend Leute haben. Dabei ist natürlich klar, dass keine unserer Organisation ohne die Unterstützung der anderen beiden gegen Arya eine Chance hat. Jareth. Ah. Aha. Da hat jemand vor, Arya zu stürzen. Das wird sie bestimmt interessieren. Mhm. Da bin ich mir ziemlich sicher. Hier geht's nirgends gut. Nein, hier geht's nicht weiter. Die Tür mal öffnen. Ah, was haben wir denn hier? Unterlagen über E-Zero-Schmuggel. Hacken. Finden Sie den Code, der zu dem Code in der linken oberen Bildschirmecke passt und wählen Sie ihn aus. Vermeiden Sie rote Codes, finden Sie alle Paare vor Ablauf der Zeit, um die Sicherheitsvorkehrung zu hacken. Heute habe ich es irgendwie ein bisschen mit dem Sprechen und so. Ah, genau, jetzt waren wir über die Pfeiltasten, glaube ich. Muss ich das machen, ne? Nee. Ah, so. Moment. Welcher ist denn das? Der ist das. Enter? Nee, Leertaste war's. Oh, gut. Dann brauchen wir den. Und als letztes brauchen wir den. Muss ich nochmal reinkommen, wie das Ganze hier denn funktioniert. Oh, 4000 Credits. Raffiniertes Element Zero. Danke. Diagnosestation für schwere Max. Freund Fight ID umgehen. Das machen wir doch mal. Datum Geo. Das geht an den. Ha. Das geht an den. Nein, doch nicht. Mist. Oh, falsch. Na gut, nochmal. Was? Was? Nein! Fuck! Hey, das kann. Das ist einmal falsch gelegen und direkt hier kaputt? Das kann doch nicht sein. Das ist doch kacke. Einmal verklickt. So ein Mist. Menschen abschauen. Was bist du denn? Ach so. Ah, ein Kroganer. Hi. Sie sind am falschen Ort, Freischaffender. Wer bist du? Sind Sie der Anführer des Blood Pack? Garm heiße ich. Mehr müssen Sie nicht wissen. Ich sitze hier fest und warte, bis Sie und die anderen Freischaffenden mit den Kriegsspielen fertig sind. Stellen Sie Ihre Fragen und dann gehen Sie. Okay, was ist dein Angriffsplan? Wann greift das Blood Pack an? Der verdammte Tarek will, dass wir warten. Ich hasse warten. Aber er sagt, die Suns hätten einen Plan und wollen nicht, dass wir ihnen in die Quere kommen. Ah, wir sollen warten, bis Eclipse eine Max schickt. Mal sehen. Okay, und was machst du das Blood Pack? Warum ist das Blood Pack auf Omega? Wir sind die Eingreiftruppe auf dieser verdammten Station. Wenn sie Schutz brauchen oder jemand verschwinden soll, sollten sie mit uns reden. Das Blood Pack ist überall auf Omega. Alle lieben uns. Und alle hassen uns. Vor allem Archangel. Ich glaube, Archangel hasst eigentlich nur sie. Er ist ein verspanntes Arschloch und mir ist völlig egal, was er von mir hält. Aber er kostet mich Männer und ist schuld daran, dass ich für mein Sold arbeiten muss. Ich werde ihn heute aus dem Verkehr ziehen. Warten Sie es nur ab. Ich bin der Einzige, der schon mal einen Zweikampf mit ihm ausgetragen hat. Und anscheinend überlebt hat. Und ansonsten vielleicht noch ein paar Infos über Archangel, wer er ist, wo er herkommt. Was wissen Sie über Archangel? Er ist ein gewaltiges Ärgernis. Er ist ein Turianer, also noch ein Stück hässlicher als sie. Als ob du so besonders hübsch wärst. Und er ist tapfer, bis ihm klar wird, dass man mehr auf dem Kasten hat, als er dachte. Oh. Klingt, als hätten Sie Erfahrungen am eigenen Leib gemacht. Er hat mal versucht, mich fertig zu machen. Hat gewartet, bis ich allein war. Es war der längste Kampf meines Lebens, aber ich konnte ihn in Schach halten, bis meine Männer aufgekreuzt sind. Danach war er nicht mehr so knallhart. Wir haben ihn über halb Omega gejagt. Fast hätte ich ihn gehabt, aber der schmierige Mistkerl konnte entwischen, bevor wir ihn in Gewahrsam hatten. Okay. Ich muss dann jetzt schauen los. Wir uns mal ein bisschen weiter um. Wurde aber auch Zeit. Na, was seid ihr hier für Leute? Alles cool? Alles cool. Alles gut. Lassen Sie uns in Ruhe. Nee, da geht's lang. Oh! Den hat's zerrissen.
Bußgeldkonten hacken. Dann starten wir doch mal das Hacken. Wir brauchen als erstes das. Als nächstes brauchen wir... Ja, kann ich mal die Seite wechseln vielleicht? Dann halt nicht. Nein, nein. Das und das. Danke, 6000 Credits. Gibt's hier noch was, was hier so rumliegt? Nö, auch nicht. Alles cool, alles cool. Tür umgehen. Starte Umgang. Achso, ich muss hier erstmal gucken. Hier nach da. Hier nach da. Hier nach da. Hier nach da. Und da nach da. Einfach kann das gehen. Was haben wir denn hier? Waffenlieferung der Blue Suns. Einmal bitte scannen. Was das wohl ist? Nett. Was auch immer das ist. Schmuggelunterlagen der Blue Suns. Zugriff. Für uns. Und Energiezellen. Danke. Oh. Medizinische Station. Da nehme ich doch nochmal einmal Medigel mit. Na, wer bist du? Warte, halt nicht. Da laufen wir mal lieber schnell auf die andere Seite. Boah. Kathkas. Kathka? Kathka. Sergeant Kathka. Ah. Sie müssen die Gruppe sein, die Sorki erwähnt hat. Sie kommen genau rechtzeitig. Wer ist Sorki? Sorki. Sie haben ihn getroffen, als sie abgesetzt wurden. Er hat über Funk durchgegeben, dass sie kommen. Sie drei unterscheiden sich deutlich von den meisten anderen Freischaffenden. Wie auch immer. Das Infiltrationsteam gibt in Kürze das Signal. Archangel wird nicht mal merken, was ihn erwischt. Okay. Irgendwelche Fragen? Jetzt ist vermutlich die letzte Gelegenheit dafür. Ja, ich würde gerne was über den Jäger wissen. Ja? Geben Sie uns mit dem Jäger Deckung? Ha! Tarek ist der Einzige, der damit fliegt. Außerdem ist er noch nicht so weit. Dieser Mistkerl von Archangel hat ihn beim letzten Einsatz übel mitgespielt. Noch ein paar Handgriffe und er ist wieder wie neu. Oh, Sie sind Mechaniker. Warum koordinieren Sie den Angriff und reparieren Jäger? Ich gehöre zur Infiltrationsgruppe. Unser Team arbeitet mit dem Jäger zusammen. Ich organisiere hier die Freischaffenden und sorge dafür, dass der Jäger einsatzbereit ist, wenn er gebraucht wird. Okay, und wie sieht dein Angriffsplan aus? Unser Plan lautet also einfach, unbeirrt nach vorne zu laufen, immer in Richtung Archangels Gebäude? Und dabei nicht zu schnell umgelegt werden. Die Ablenkung funktioniert nur, solange sie am Leben bleiben. Sie müssen es ja nicht bis ganz rüber schaffen. Sorgen Sie nur dafür, dass Archangel auf die Brücke achtet. Den Rest übernimmt das Infiltrationsteam. Okay. Wie kommt das Infiltrationsteam an Archangel ran? Sie haben zwei Optionen. Sie erwischen ihn im Nahkampf und erledigen den Mistkerl von Angesicht zu Angesicht. Falls das nicht klappt, haben Sie Sprengladung. Dann brauchen Sie etwas Zeit, um sie scharf zu machen. Okay, und die Brücke? Die Brücke ist also der einzige Zugang? Zumindest solange der Jäger außer Gefecht ist und die Sprengeinheit noch an den Tunneln arbeitet. Sehen Sie, wir haben einen Plan. Es ist nicht nötig, dass Sie hier mit revolutionären neuen Ideen ankommen. Tun Sie einfach Ihren verdammten Job, kassieren Sie Ihre Credits und hauen Sie dann wieder ab. Okay, und Sie kommen mit? Führen Sie den Angriff an? Tarek bezahlt mich nicht fürs Kämpfen. Ich plane nur die Angriffe und repariere den verdammten Jäger. Freischaffende wie Sie haben das Privileg. Roger, Bravo Team, los, los, los! Oha! Auf Archangel wartet eine ordentliche Überraschung. Aber das heißt, dass ich jetzt weitermachen muss. Ich muss ihn wieder auf 100% Leistung bringen, bevor Tarek beschließt, dass er ihn braucht. Nein. Da habe ich nur das Universalwerkzeug hingelegt. Da hätten wir wohl das Universalwerkzeug. Sieht nicht so aus, als würde Archangel noch viel Zeit bleiben. Allzu lange sollten wir aber nicht warten. Wir bereiten diesen Kern selbst eine Überraschung. Oha. Feindbeschuss! Vor der Deckung gehen.
Ach so. Er gehört zu Archangel. Ach so, wir müssen Archangel helfen. Dann behalten wir uns mal lieber. Jetzt kommt es. Bevor Archangel hier zu sehr in Bedrängnis gerät. Also hier einmal rum. Und weiter geht's. Und da war einer. Gehen wir uns mal hier rechts entlang. Okay, alles gut. Na, hier ist auch keiner. Da habe ich doch einen gesehen. Nein, auch nicht. Medizin, also Medigel einpacken, Medizinkit. Das nehmen wir das mit. Könnte nützlich sein. Hier ist ansonsten nichts. Das ist richtig sehe. Okay. Oh, doch, da vorne ist noch was. Ah, hier ist ein Medizinkit. Gut. Dann gehen wir mal hoch. Ist noch ein Medizinkit. Ärger voraus! Poff! Mit der Schrotflinte in den Rücken. Das ist ja bitter. Archangel? Oh. Tja, da haben wir dich ja. Ne. Shepard. Ne. Ne. Dachte, sie wären tot. Ne. Garrus? Ne. Ne. Nein. Ne. Da. Ne. Da. Das gibt's doch nicht. Schön, Sie zu sehen, Garrus. Das freut mich aber jetzt. Garrus, was machen Sie denn hier? Ja, genau das. Ich will im Training bleiben und veranstalte deshalb Zielübungen. Ah, okay. Sind Sie in Ordnung? Es ging mir schon besser, aber es tut gut, mal ein freundliches Gesicht zu sehen. Söldner beseitigen ist ein harter Job. Vor allem ganz allein. Oh ja, okay. Und warum auf Omega? Was machen Sie hier draußen auf Omega? Ich hatte die Schnauze voll von dem ganzen bürokratischen Müll auf der Citadel. Ich dachte, alleine könnte ich mehr bewirken. Zumindest ist es kein Problem, hier Verbrecher zu finden. Ich muss nur auf irgendjemanden zielen und abdrücken. Okay, und was hat es jetzt mit den ganzen Söldnern so auf sich? Wie ist es Ihnen gelungen, jede Söldnerorganisation in den Terminus-Systemen so schrecklich wütend zu machen? Es war nicht leicht. Ich musste hart dafür arbeiten. Ich bin erstaunt, dass Sie sich zusammengetan haben, um mich zu bekämpfen. Sie müssen mich wirklich sehr hassen. Ja, und jetzt, das tun Sie tatsächlich, aber jetzt so unter dem Namen Archangel, neue Identität und so, ist das cool? Seit wann nennen Sie sich denn Archangel? Den Namen haben mir die Einheimischen gegeben, wegen meiner vielen guten Taten. Ich mag ihn, aber bitte, für Sie reicht einfach Garrus. Ja, da bleiben wir auch bei, aber Sie haben mich angeschlossen. Sie haben mich übrigens ein paar Mal ganz ordentlich erwischt. Nur Betäubungskugeln, ohne Schaden. Aber die Söldner sollten nicht misstrauisch werden. Aha. Wenn ich nicht nur ihre Schilde hätte ausschalten wollen, hätte ich das auch getan. Außerdem haben sie sich sehr viel Zeit gelassen. Ich musste sie in Bewegung bringen. Ach so, wir haben uns so viel Zeit gelassen, natürlich. Was machen wir jetzt? Also, reingekommen sind wir. Aber das Rauskommen wird bestimmt nicht ganz so leicht. Nein, wird es nicht. Diese Brücke hat mein Leben gerettet, weil all diese dämlichen Idioten genau in mein Schussfeld gelaufen sind. Aber andersrum funktioniert's genauso. Sie pulverisieren uns, wenn wir es auf dem Weg versuchen. Also sitzen wir nur rum und warten, bis sie uns ausschalten? So schlimm ist es gar nicht. Bis jetzt konnte ich sie von hier fernhalten. Und jetzt, wo wir zu viert sind. Ich schlage vor, wir halten die Stellung, warten auf eine Schwäche in ihrer Verteidigung und nutzen dann unsere Chance. Es ist kein perfekter Plan, aber es ist ein Plan. Ja, und was passiert hier? Wie konnten Sie nur in so eine Lage geraten? Meine Gefühle waren meinem gesunden Menschenverstand im Weg. Ist eine gesunder Menschenverstand. Ich mache du bist Torianer. Sie bringen mich lebend hier raus, dann erzähle ich Ihnen gesunder alles. Torianer-Verstand, bitte. Okay. Dann, naja, die kommen nicht durch. Auf keinen Fall. Wenn wir als Team kämpfen, können wir sie auf Distanz halten. Sie haben recht.
Hier drinnen hilft ihnen ihre Truppenstärke überhaupt nichts. Mal sehen, was sie vorhaben. Sie scheinen zu wissen, dass ihr Infiltrationsteam versagt hat. Sehen Sie selbst, Speer. Eclipse würde ich meinen. Ach, die leichten Mechs. Das sind weitaus mehr als nur... Stimmt. Wir sollten uns bereit machen. Ich bleibe hier oben. Von dieser Position aus kann ich jede Menge Schaden anrichten. Und Sie machen das, was Sie am besten können. Wie in alten Zeiten, Shepard.